Hallöchen und herzlich willkommen zum 160. Netzpolitischen Abend hier auf der CBS an diesem wunderschönen sonnigen Maitag. Ich hoffe, ihr konntet den 1. Mai alle ganz gut überstehen und seid jetzt gut in der Woche gelandet. Unser Hashtag für heute Abend lautet NPA116, falls ihr Lust habt, auf Twitter was zu schreiben. Fragen und Anmerkungen zu den Vorträgen sind wie immer very welcome. Und das Programm sieht so aus, es wird nämlich sehr juristisch und spannend. Als erstes ist Tom an der Reihe, Tom Jennison von der DigiGast, der steht da tatsächlich noch nicht drauf, ist eine kleine Inputgebung. Und danach kommt was zum Whitehaving und seine Strafbarkeit von Beata Konstanze-Wubrich. Dann geht es zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz, das wird präsentiert von David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Ankündigung zur Bits und Bäume-Konferenz. Die wird nämlich dieses Jahr im Oktober stattfinden. Dann übergebe ich mal an Tom. Jetzt ist an. Ja. Hallo, ich wurde gebeten, noch ganz, ganz kurz was zum digitalen Hausfriedensbruch zu sagen. Also eigentlich ist es eher quasi so eine Einleitung für den ersten Vortrag von Beata. Und zwar gab es eine Bundesratsinitiative, oder es gibt eine Bundesratsinitiative, die in der letzten Woche in den Bundestag eingebracht wurde, also über die Regierung, zum sogenannten digitalen Hausfriedensbruch. Der ist eben nicht zu verwechseln mit dem Hackerparagrafen. Und um das so ein bisschen, weil das in der öffentlichen Diskussion oder für viele so ein bisschen verwirrend ist, im Grunde steigere ich die Verwirrung vielleicht jetzt nochmal dazu, ein paar Sätze zu sagen. Aber da es gerade so aktuell ist und vielleicht Leute das so ein bisschen mitbekommen haben, es gibt eine weitere Bundesratsinitiative, es gibt gerade viel diskutiert, eben der Hackerparagraf, auch über einen Koalitionsvertrag und so. Es gibt da eine weitere Initiative, die ist schon ein bisschen älter. Und zwar 2016 wurde die zum ersten Mal über den Bundesrat eingebracht. Hessen, Rot-Schwarz-Grün regiert. Also auch die Grünen sind damit involviert, wie auch die anderen Regierungsparteien teilweise über den Bundesrat. Genau. Dieser sogenannte digitale Hausfriedensbruch ist ein ziemlich groteskes Gesetz oder ein Gesetzentwurf, der vermutlich so auch nicht durchgehen wird. Das kann ich vorab mal sagen, aber dazu vielleicht am Ende noch was. Und zwar, hier ist das nur der allererste Absatz. Es sind insgesamt 8, glaube ich, Absätze, 7 oder 8. Und der stellt für die juristischen Laien eigentlich alles unter Strafe. Also alles, was irgendwie wer unbefugt zum Beispiel Zugang zu einem informationstechnischen System sich verschafft oder ein informationstechnisches System in Gebrauch nimmt oder einen Datenverarbeitungsvorgang oder einen informationstechnischen Ablauf auf einem informationstechnischen System beeinflusst oder in Gang setzt. Also alles. Alles, was irgendwie quasi jeder Klick, alles ist, damit ist zumindest eine Beeinflussung eines informationstechnischen Systems. Und wer das irgendwie unbefugt tut, der wird bestraft, wenn er irgendwie berechtigte Interessen, was ein extrem schwammiger Begriff ist, eines anderen beeinträchtigt oder es geeignet ist, es zu beeinträchtigen. Ne? Genau, nur geeignet ist, zu beeinträchtigen. Also es ist grotesk, kann man nicht anders sagen, genau. Es gibt noch so eine kleine Einschränkung, informationstechnisches System wird da anders definiert als sonst, und zwar in Absatz 6. Der sagt aber auch im Grunde alles, also wenn irgendwie personenbezogene Daten verarbeitet werden oder das Ganze wirtschaftlich, öffentlich, wissenschaftlich, künstlerisch, gemeinnützig, sportlich, Zweckendienst oder in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Transport und Verkehr, bla bla bla, also eigentlich alles. Ist quasi, also wer irgendwie in dem Bereich tätig ist und das irgendwie unbefugt macht, es soll bestraft werden. Das ist aus so einer strafrechtlichen Perspektive grotesk, weil wer definiert, was befugt ist, sind die AGBs von Facebook zum Beispiel, liegen die da, was befugt ist? Habe ich das gerade gemacht? Nee. Wer setzt das Ganze, wer definiert, was befugt ist, das ist vollkommen unklar in diesen Paragraphen. Wollte ich euch nur kurz vorstellen, das ist gerade, was diskutiert wird. Der Bundesrat hat das tatsächlich beschlossen. Wie gesagt, 2016 wollten die haargenau das Gleiche schon mal machen. Das geht zurück auf so ein Gesetz, auf ein Urteil,
wo der BGH festgestellt hat, dass in einem Einzelfall es irgendwie nicht korrekt war, wieder der Beweis erhoben wurde. Dann haben sie festgestellt, es ist ein bisschen schwierig, bei Botnetzen den Nachweis zu erbringen, dass es irgendwie das Ganze strafrechtlich relevant sein könnte. Und dann haben sie beschlossen, okay, man muss irgendwas gegen Botnetze tun. Und haben dann in der Diskussion um den Paragraphen offenkundig festgestellt, dass irgendwie alles irgendwie eine Strafbarkeitslücke darstellen könnte. Und haben dann beschlossen, wir stellen einfach mal alles, was irgendwie unbefugt ist, unter Strafe. Das ist eine ganz groteske Entwicklung, die hat mit Strafrecht eigentlich nicht sehr viel zu tun. Um das mal zu vergleichen, es wird dann, zum Beispiel beim normalen Hausfriedensbruch, da gibt es dann auf so einer Tatbestandsebene schon irgendwie eine Einschränkung. Also da wird nur unter Strafe gestellt, wenn man eindringt oder relativ klar macht, wenn man auf Aufforderung den Raum nicht verlässt oder so, dann ist es strafbar. Also ein Eindringen ist schon irgendwie das Überwinden einer physischen Barriere. All das wird, eine irgendwie ansatzweise irgendwie auf einer Tatbestandsebene eine Einschränkung der Strafbarkeit gibt es halt eben nicht. Oder zum Beispiel auch, und das ist irgendwie auch schon die Überleitung zum nächsten Vortrag, 202, der sich irgendwie quasi, das ist das Briefgeheimnis, das ist im gesamten Komplex irgendwie, hat er mit dem Hackerparagraphen zu tun, letztlich, das wird Bea gleich nochmal ein bisschen ausführen, da ist auch, ne, wer unbefugt ist was anderes als rechtswidrig, muss ich dazu sagen, also unbefugt ist nochmal eine Ebene drunter, ne? Also es ist quasi eine Befugnis, kann quasi die AGB sein oder kann eben auch, ich kann irgendwen befugen, über zum Beispiel meine Briefe zu verfügen. Aber da gibt es auch auf der Tatbestandsebene so ein Ding, ein verschlossenes Schriftstück irgendwie zu öffnen. All das ist irgendwie in dieser Bundesratsinitiative nicht vorgesehen, all solche Einschränkungen auf Tatbestandsebene. Das ist grotesk, also anders kann man das nicht nennen. Entsprechend gab es auch Kritik. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Artikel gefunden, der irgendwie irgendwas Positives an dieser Bundesratsinitiative sieht. Allerdings halten eben die Landesregierung daran fest. Und das wollte ich nochmal kurz einbringen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die gegenwärtige Regierung das so übernimmt. Also selbst die Große Koalition vorher hat es nicht übernommen. Ich wollte es kurz vorstellen, um euch mal auch so ein Bild davon zu machen, wie gerade diskutiert wird auf der Ebene oder mit welchem Sachverstand. Genau, falls ihr Fragen habt, vielleicht eher dann am Ende an den Vortrag von Bea, die auch noch mal kurz drauf eingehen wird. Deswegen jetzt Bea. Hallo, ich bin Bea und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und über ein Thema zu sprechen, was nicht alt wird. Und ich versuche, etwas Positives dem zu entnehmen, was Tom erzählt hat. Das heißt, der Gesetzgeber nimmt sich diese Regelungen 202 folgende vor. Und ich versuche, in die Diskussion zu gehen und euch an die Hand zu geben, was gegen den 202e, aber auch 202d zum Beispiel, aber vor allem 202c spricht. Ich bin Rechtsanwältin, ich beschäftige mich mit Urheberrecht und Datenschutz vorwiegend und man glaubt es nicht, aber tatsächlich Berührung mit 202c nicht als Strafverteidigerin, sondern bin selber tatsächlich betroffen von 202c und zeige auch so ein bisschen auf, dass gesellschaftspolitisch wir hier ein Problem haben, über das wir sprechen sollten. Am Anfang wird es ein bisschen anstrengend, aber nur die ersten zwei Slides. Ich versuche so ein bisschen die Systematik und ein paar Grundinformationen zu geben, auf die ich immer wieder zurückkomme. So bin ich. Also ich erwarte so ein bisschen Mitdenken und habe mir tatsächlich viel Mühe gegeben, auf einen Punkt zu kommen, der meiner Meinung nach, das ist denn der letzte Slide, der eben versteckt wird, meiner Ansicht nach, und wir deutlicher
zeigen, dass wir hier komplett in die falsche Richtung laufen. Aber da kommen wir hin. Erstmal in die Gesetzessystematik. Der 202c ist in der Mitte und bezieht sich auf 202a und 202b, aber auch auf 303a, 303b, alles Strafnormen. Da geht es darum, eben Computersabotage zum Beispiel, 303b, also im Rahmen von Sachbeschädigung. Und hier aber sprechen wir über Ausspähen und Datenabfangen. Und der 202c verlagert die Strafbarkeit vor. Also wir sprechen später zusammen und jetzt ich, nicht über die Straftatbestände Ausspähen und Abfangen von Daten, obwohl ich noch mal kurz, weil Tom das so schon rausgearbeitet hat, also nicht nur bei 202e, also beim digitalen Hausfriedensbruch, sondern auch bei 202a und 202b haben wir dieses unglückliche Wort unbefugt. Und Tom hat richtig gut gezeigt, dass in 123 aber von widerrechtlich die Rede ist. Also rechtswidrig bedeutet unter Verletzung der Rechtsordnung. Das ist das, was ich vom Strafrecht tatsächlich erwarte, dass es die Rechtsordnung schützt. Und unbefugt bedeutet, derjenige, also dem das IT-Sicherheitssystem zugeordnet ist, hat die Einwilligung nicht gegeben. Also es ist ein extrem privater Schutz von Unternehmen gegen Hacking. Und nochmal vorgelagert, sogar die Vorbereitung soll so gefährlich sein, dass auch oft der Begriff Cyberterrorismus fällt. Das ist einer der unglücklichsten Begriffe überhaupt. Ich werfe denjenigen in der politischen Diskussion vor, die diesen Begriff benutzen, dass sie nicht diskutieren wollen, dass sie nicht inhaltlich sich darüber auseinandersetzen möchten. So ein paar Eckpunkte für jeden, der sich sicherlich dann mal fragt, ob er auch betroffen ist. Das Ganze verjährt nach 3 Jahren die Strafbarkeit. Ja, dann kann es nicht mehr verfolgt werden. Und das geht zum einen in Absatz 1 um Absatz 2 Nummer 1, aber egal, um Sicherungscodes. Und was hier viel interessanter ist, Absatz 2 Nummer 2, die Computerprogramme. Und zwar wird derjenige bestraft, der Computerprogramme, die dafür verwendet werden, dass Daten ausgespäht werden oder abgefangen werden, herstellt, sich oder an einem anderen verschafft, also sie halt hat verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet und zugänglich macht. Ne? Der Paragraph nimmt interessanterweise Bezug auf 149, da geht es um Geldfälschung, Wertfälschung. Also das macht tatsächlich eben auch Sinn, das ist auch ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Das bedeutet, da gibt es eine Hoheit, also der Bund, der Staat darf Geld drucken und sämtliche Privaten, die dafür sorgen, dass Druckplatten oder das Papier oder so beschafft wird, wird schon bestraft. Aber das liegt daran, dass das im Hoheitsbereich des Bundes ist. Die Unternehmen, die hier durch 202c geschützt werden, sind nicht nur in Bundes- oder Landes- oder Kommunalhand, sondern eben auch viele private Unternehmen. Abstraktes Gefährdungsdelikt ist zum Beispiel Brandstiftung. Das haben wir sehr, sehr selten. Das bedeutet, es gibt eine Handlung, die ist so gefährlich und es ist total egal, ob irgendjemand gefährdet wurde. Eben zum Beispiel Brandstiftung. Und deshalb wird diese Handlung bestraft. Die Basis von 202c war als erstes die Cybercrime Convention von 2001. Und den 200c haben wir halt seit August 2001.
7. Es handelt sich um ein Offizialdelikt, anders als 202a und 202b, also Ausspähen von Daten und Abfangen von Daten, wird nur auf Antrag verfolgt. Der 202c, also die Vorbereitungshandlung, wird in dem Moment verfolgt, wenn die Staatsanwaltschaft davon Kenntnis erlangt. Kenntnis erlangt, irgendjemand hat etwas erzählt der Staatsanwaltschaft. Und strafbar ist hier auch der Eventualvorsatz. Es ist zwar richtig, dass die Strafbarkeit sich auf Wissen und Wollen der Begehung von Ausspähen zum Beispiel bezieht, aber nach 202c macht sich auch derjenige strafbar, der billigend in Kauf nimmt, dass jemand eine Straftat begehen könnte mit dem Computerprogramm. Also das ist es sehr, sehr niedrig. Und wir Juristen, vor allem die Strafrechtler, können das nicht ganz klar definieren, sondern man macht es anhand der Kasuistik, was jetzt Eventualvorsatz ist. Das heißt, es ist vollkommen unklar, was halt an Tatbestand, also an Sachverhalt vorliegen muss. Also hier kommt man sehr schnell auch über den Eventualvorsatz in die Strafbarkeit, viel zu schnell. Nochmal zur Erklärung. Normalerweise wird eine Handlung bestraft oder ein Unterlassen, aber auch ein Versuch, aber eben nicht Vorbereitungshandlung. Und typische Vorbereitungshandlungen sind Beschaffen des Tatwerkzeuges, also Computerprogramm sich zum Beispiel besorgen, Aufsuchen des Tatortes oder Auskundschaften. Und das ist normalerweise nicht strafbar. Hier beim Hacken ist das aber strafbar. Das Einzige, was einen rechtlich dann tatsächlich noch schützt, ist der rechtfertigende Notstand. Das heißt, ich hacke, um ein Rechtsgut zu schützen. Das ist aber auch schwierig. In dem Moment muss man sich anwaltlich beraten lassen. Das ist nicht etwas, was man aus dem Stegreif kann, was wir in der Schule oder im Studium oder im Leben lernen, sondern hier ist schon wieder dieser anwaltliche Bereich, wer mich halt was mich am meisten halt stört, dass halt normale Tätigkeiten so verkompliziert werden und auch mit so einem Damoklesschwert behandelt werden, dass ich von anderen Hilfe brauche. Also ein anderer Bereich zum Beispiel, wo das sehr unglücklich ist, sind Künstler, die halt vor der Erarbeitung eines Kunstprojekts oder Kunstwerk sich anwaltlich beraten lassen. Und hier kommen wir genau auch in diesen Bereich rein, ja, was nicht gut ist für eine Zivilgesellschaft. Und das sage ich als Anwältin. Ja, es geht halt natürlich um den mündigen Bürger. Der muss von vornherein erkennen können, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und das ist hier nicht gegeben. Und wir haben auch das große Problem, dass es sich um eine Straftat handelt. Also wir befinden uns nicht im Bereich von der Ordnungswidrigkeit oder Bußgeldverfahren oder im zivilrechtlichen Bereich, wo es um Geld geht, sondern hier werden dann auch Ermittlungsverfahren initiiert mit diesen Problemen morgens um 7 Durchsuchung, Sicherstellung und natürlich auch extreme Verteidigungskosten. Das ist ohne Frage einschüchternd. Die Literatur behauptet unisono, dass Mitarbeiterinnen von IT-Sicherheitsunternehmen so mit diesem Hackerparagraf umgehen müssen, dass sie sich, jetzt komme ich nochmal auf den Begriff unbefugt, dass sie sich eine Erlaubnis holen müssen und diese Erlaubnis dokumentieren und die einzelnen Schritte ihrer Tätigkeit auch noch dokumentieren. Ja.
Das ist eine Kriminalisierung natürlich eines Berufsstands. Also man muss, bevor man anfängt, muss man dafür sorgen, dass falls irgendjemand, warum auch immer, sich was unzufrieden ist oder ja, welche Auseinandersetzung überhaupt, ich komme auch nochmal dann in den Bereich des Arbeitsrechts rein, muss man vorher sich sozusagen schon rechtfertigen. Schwierig. Und nicht nur diejenigen, die tatsächlich mal Systeme aufbeißen, sondern eben auch solche Berufe wie ich, also die Datenschutzbeauftragte, ist auch verpflichtet zu kontrollieren. Und zwar die Kontrollen aber auch so durchzuführen, dass der Unternehmer eben nicht weiß, was ich mache, sich nicht vorbereiten kann. Das weiß man doch. Also so generell, wenn ich halt mich ankündige und etwas kontrolliere, dann ist es super. Also großartig. Die zwingende Voraussetzung, Fehler zu entdecken, ist eben, dass ich halt weisungsfrei und ohne konkrete Einwilligung und ohne konkret vorher auch alles schon abstecken zu lassen. Es ist ja dieser Spieltrieb, diese Entwicklung, es fällt ja alles komplett weg, das darf ich dann nicht. Also hier werden schon seit 2007 wird eine Hackerkultur hochgezogen, die nicht frei ist, die wenig lernt. Und jetzt sagt die Bundesministerin, aber wir haben so viel Know-how in Deutschland, dass wir Hackbacks machen können. Also ich fühle mich nicht ernst genommen. Also so, das ist nicht etwas, was funktioniert. Aber auch darüber hinaus, wir haben sehr, sehr viel Outsourcing. Das heißt, viele Unternehmen geben personenbezogene Daten an andere Unternehmen, die berühmte Datenverarbeitung im Auftrag. Und auch der Auftragnehmer muss kontrolliert werden. Und auch das ohne Einwilligung. Oder noch simpler, Datenschutzbeauftragten müssen Mitarbeiter dazu bekommen, sich zum Beispiel darüber Gedanken zu machen, was für Passwörter sie benutzen. Ja, wir sind ja schon einen Schritt weiter durch Passwortmanager, aber trotzdem haben wir halt Devices. Und was ist, wenn ich da mal QWERTY eingebe oder 1, 2, 3, 4 oder so, diese typischen Passwörter, die halt einfach verwendet werden. Okay. Oder John the Ripper, kennt jeder, finde ich, so eine Software. Wir haben ja das unlösbare Problem, dass wir mit Programmen zu tun haben, also mit Werkzeugen und Werkzeuge eben neutral sind. Und dass es abhängig davon ist, was mit diesen Werkzeugen passiert. Und ich sehe nicht, dass das definiert wird. Also es ist der Zugang ist natürlich schwieriger geworden. Aber wir haben hier ein Problem tatsächlich mit 103 Grundgesetz. Also dieser 202c ist in seiner Strafbarkeit auch 2022, also 15 Jahre nachdem dieser Paragraf Wirkung entfalten hat, ist immer noch nicht klar, was tatsächlich strafbar ist und was nicht. Welche Programme, welche nicht. Mir kommt es so vor, als wäre das ein politisches Instrument, ein politisches Mittel, um auch sicherlich, also sich auf der einen staatlich, also unliebsame politische Gegner in Schranken weisen zu können, empfindlich im Schranken weisen zu können. Wir haben es hier mit Strafrecht zu tun. Nichts schlimmer als Strafrecht tatsächlich. Die Strafbarkeit wurde auch erhöht, also bis 2 Jahre Freiheitsstrafe. Das ist 2015 passiert. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich ja leider nicht dazu geäußert 2009, obwohl es das hätte müssen. Es hat lediglich darauf verwiesen, dass die Fachgerichtsbarkeit, also die Strafgerichte, das sozusagen füllen. Und selbst auf ein großes Problem halt nicht eingegangen, und zwar Ausbildung. Ausbildung läuft, also ob es jetzt universitär ist, also in der Institution, oder ob es halt privat organisierte Wettbewerbe etc. sind. Natürlich, wie Professor W.
das in seiner Beschwerde genannt hat. Natürlich hat er Eventualvorsatz, dass auch Teilnehmer, ob es jetzt Studenten sind oder am Wettbewerb teilnehmen, dass die diese Programme auch dazu benutzen, eben Straftaten zu begehen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht, hat ja die Beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, aber es hat sich halt geäußert, aber zu dem Punkt überhaupt gar nicht geäußert. Finde ich schwach, weil wir es mit Strafrecht zu tun haben. Und noch weiter Arbeitsrecht, auch problematisch. Hier gibt es sogar so eine Bewegung, also so einen kleinen Abstecher ins Urheberrecht. Es wurde ein Geschäftsführer außerordentlich gekündigt, weil er eine Hacking-Software auf, also es war auch eine Cracking-Software tatsächlich, auf seinem Rechner hatte. Und er hatte aber als Arbeitsaufgabe, also als Beschreibung von seinem Arbeitsbereich, dafür zu sorgen, dass die Datenbanken des Unternehmens sicher sind. Und er hat auch gesagt, dass er diese Software da, also im Verfahren, dass er diese Software dazu verwendet, um die Sicherheit des Systems zu prüfen. Aber der Arbeitgeber konnte sich erfolgreich auf 95a Absatz 1 Urhebergesetz berufen. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß auch, dass ich selbst auch das Urheberrecht zu einseitig finde. Hier ist der 95a noch schlimmer als der 202c. Hier geht es nur darum, dass diese Software vorhanden ist und das ist eine Straftat. Und aufgrund dieser Straftat durfte der Geschäftsführer eben außerordentlich gekündigt werden. O-Ton, welche Absichten der Kläger persönlich verfolgt hat, ist für die Anwendung dieser Norm rechtlich unerheblich. Also wenn wir schon dabei sind, 202c abzuschaffen, machen wir das Gleiche dann auch mit 95a Absatz 1. Der versteckt sich, findige Anwälte finden das aber in Auseinandersetzung mit Dritten. Und worum es mir geht, warum mir das so wichtig ist, ist ja, dass wir eine Fehlerkultur brauchen. Also der Slide ist leer. Jeder versteht wahrscheinlich, warum das so ist. Ich habe ja emotional fühle ich mich zu dieser Hackerkultur sehr hingezogen, vor allem, weil ich diese Fehlerkultur mag. Juristen haben keine Fehlerkultur. Jeder Jurist oder vor allem jeder Anwalt weiß, dass zum Beispiel Befangenheitsanträge gegen Richter so gut wie nie Erfolg haben, weil es eben keine Fehlerkultur gibt. Und das ist auch die Sicht auf das Hacking. Also es ist überhaupt nicht klar, dass es halt White-Hacking gibt. White-Hat. Wir wissen, woher es kommt. Ich habe es mal abgekürzt, bin ich so der Cowboy von. Aber es gibt und notwendigerweise eben eine Entwicklung der persönlichen Skills dadurch, dass jemand anderes mein System anguckt, mich auf Fehler aufmerksam macht. Und was mich noch mehr stört, ist ja dieses Wort unbefugt, worauf Tom ja auch schon doll gezeigt hat, dass es tatsächlich nicht um den Schutz der Rechtsordnung geht, also nicht rechtswidrig, sondern unbefugt, dass das Unternehmen selber entscheiden kann, ob jetzt sein System kontrolliert wird oder nicht. Und die Annahme, dass Unternehmen sich selber um ihre IT-Sicherheit kümmern, nein. Also nein, 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 auf gar keinen Fall. Das kostet, ja, ist aufwendig, das verstehe ich nicht, was da los ist. Und so funktioniert es nicht. Und das ist eine völkerrechtliche Konvention gewesen, die umgesetzt wird in deutsches Recht. Der deutsche Gesetzgeber hätte erkennen können, dass wir in Deutschland eine große Community sind von Whitehacker. Also gerade in Deutschland, ja, das sind Zehntausende, die tatsächlich Leistung erbringen, und diese Leute zu kriminalisieren, weil ich selber aus einem Beruf komme, wo ich keine Fehlerkultur kenne und nicht interdisziplinär arbeiten kann, das muss aufs Schärfste kritisiert werden.
Danke. Ich komme auch zu Ende. Der 202, damit hatte Tom auch angefangen. Es war, ich habe so viele Vorlagen von dir. Der 202 schützt die Begrenzung einer Geheimnissphäre. Das ist die Idee. Und 200a, 200b, 200c, 200d, 200d wurden ja, erkennt man an den Buchstaben, zugefügt und beschäftigen sich nicht mehr nur mit der Geheimnissphäre, sondern ganz klar mit IT-Sicherheitssystemen. Also hier geht es um Sicherheit. Und diesen Begriff, das haben wir schon 2001 mit Chili die Auseinandersetzung gehabt, das halt, also da war es halt Grundrecht auf Sicherheit, totaler Quatsch, wissen wir. Aber hier wird's versteckt, indem man halt sagt, dass Daten nicht abgefangen werden dürfen, nicht ausgespäht werden dürfen. Aber jeder, der das Wort Sicherheit, also hier Sicherheit von IT-Systemen, das ist auch in, geht auch bei 202e darum. Da geht es ja allein, also der Zugriff darauf, das ist ja dann schon strafbar, sorgt halt dafür, dass man nicht mehr diskutieren kann. Das ist eine Spielwiese von Versprechungen und von Forderungen. Und wir kennen das zur Genüge. Und das ist hier einfach hinter dem Begriff IT-Sicherheit versteckt. Ja, und Sicherheit ist etwas, was man nicht fassen kann, was man nicht definieren kann. Das ist halt strukturell eine Kategorie, die alles und nichts sein kann. Und jeder, der halt auf diese Art und Weise kommuniziert, gezielt kommuniziert, zerstört halt den rechtspolitischen Diskurs. Aber genau den brauchen wir. Und wir brauchen auch, den hatten wir auch tatsächlich vor 2007. Wir hatten ja diesen Diskurs, das wird ja auch immer noch kritisiert, der 202c. Aber der Gesetzgeber muss halt tatsächlich das auch hören. Er ist verpflichtet, an dieser rechtspolitischen Diskussion teilzunehmen und das in seine Entscheidung einfließen zu lassen. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit sehr. Ja, vielen Dank dir für den ganzen Input. Das war auf jeden Fall sehr krass. Hat jemand dazu eine Frage? Da vorne. Mich würde mal interessieren, was mit dem Thema Whistleblower ist. Ich meine, es gibt ja Paragraphen, die speziell Whistleblower schützen sollen. Inwiefern läuft das nicht dem Ganzen was ist höher zu bewerten? Wie sind die darüber geschützt? Ja, das ist, also Whistleblower ist halt Arbeitsrecht, also zumindest in Deutschland halt Arbeitsrecht. Und da gibt es auch, wie hier, die Problematik, dass man intern erstmal das alles regeln muss oder versuchen zu regeln mit dem Arbeitgeber. Also da ist ein internes Verfahren vorgegeben und die Arbeitgeber sind auch dazu verpflichtet. Also es ist auch schwierig, der Whistleblower-Schutz ist nicht vollumfänglich und man muss sich tatsächlich auch rechtlich beraten. Also man kann sich auch auf den Notstand zum Beispiel berufen, Paragraph 34, aber man ist eben auch im Rahmen von 34 verpflichtet, sich mit dem Unternehmen direkt auseinanderzusetzen. Wenn ich das nicht mache, wenn ich mich an diese Verfahren nicht halte, dann komme ich auch in die Strafbarkeit. Und zwar Geheimnis, zum Beispiel Geheimnisverrat. Also dass die Paragraphen stehen auch gegen den Whistleblower. Der muss sich an unternehmensfreundliche Regeln halten. Es reicht ja schon, wenn ich unbefugt an irgendwelche Daten komme. Weiß ich nicht, mein Unternehmen zahlt nicht den Mindestlohn oder was weiß ich. Dann reicht ja im Grunde genommen dieser Paragraph 202, ich glaube C war das oder B. Die Datenhehlerei, 202d vielleicht. Also, dass ich die Daten dann halt an Dritte weitergebe. Ja. Meinen Sie das? Also da, genau, da wollte ich eigentlich auch drauf kommen. 202d ist ja die Weitergabe von Daten, wurde ja unter Strafe gestellt.
Da gab es starke Kritik und es wurden dann die Journalisten rausgenommen. Aber Anwälte fallen zum Beispiel noch darunter oder normale Mitarbeiter sind nicht geschützt und sind nach 202d strafbar. Also auch ungenügend, diese Regeln. Ich hatte mich damit tatsächlich auch mal beschäftigt und so ein Flyer. Das sind so 3-4 Punkte, an die sich Whistleblower dringend halten müssen. Und das ist vor allem das interne Verfahren, was eingehalten werden muss. Oder halt anonym. Also natürlich, also das wird natürlich alles umgangen, wenn man anonym handelt. Ich hätte noch eine Frage. Das mit diesem Damoklesschwert habe ich gut verstanden. Ich sehe das auch. Kannst du mal von deiner Seite so spannende Beispiele der Rechtsprechung, die sozusagen da reingehen? Also ich kenne das vom Datenschutz, da ist so, da guckt man immer, was machen denn einzelne Gerichte gerade zu dem Fall, um sich so ein bisschen zu orientieren. Hast du mal so ein paar Beispiele, wo man sagt, da treibt es jetzt langsam schon Stilblüten, was man nicht möchte, weil wenn man es jetzt hardcore auslegt, könnte man sagen, man müsste ganz viele Server von Universitäten, wo Spiegel von irgendwelchen Distros drauf liegen, wo irgendein vermeintliches Hackertool mit drin ist. Also ich frag mich, wo sind da gerade in aktuellen Rechtsprechungen Dinge, wo du sagst, da sieht man eine schlimme Tendenz, wohin es gerade geht? Nee, also sind wenig. Vor allem wenig Verurteilungen. Ich kann gar nicht direkt, also über die, die ich jetzt gebracht habe im Strafrecht. Also da darf ich kurz dazu sagen, weil damit setze ich mich dieses Jahr schon auseinander und es wird wahrscheinlich noch eine Weile gehen. Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass die Urteile nicht einfach, also die Bundesurteile ja, aber nicht die erst- und zweitinstanzlichen Urteile veröffentlicht werden, sondern die Richter entscheiden darüber, ob ihr Urteil veröffentlicht wird oder nicht. Und das ist, ich bin gerade bundesweit tätig, zwar im Bereich des File-Sharings, aber mich stört es, dass wir, also wir Juristen haben ja den Zugang zu Datenbanken, für die wir mehrere hundert Euro im Monat zahlen. Das ist wirklich satt, ja. Aber dort sind noch nicht mal ein Zehntel von den Urteilen tatsächlich veröffentlicht. Also wir haben tatsächlich ein Problem im Zugang. Also es wäre dann etwas, wo dann, da muss dann mal die, müssen die Medien mal darüber berichtet haben. Ich habe in der Kommentarliteratur nichts gefunden. Also keine, also viel Besprechung tatsächlich, ja, und Urteil nicht weiter. Also nicht im strafrechtlichen Bereich. Ich denke auch, dass es mehr Abschreckung ist. Hat jemand sonst noch eine Frage? Aber falls jemand ein Urteil kennt dazu, schickt mir das gerne zu. So generell, auch Filesharing, mal ein bisschen Werbung, schickt mir Urteile. Ich will Urteile. Also das ist so, das mir fehlt das für meine Arbeit. Ich habe zu wenig Zugang zu Urteilen. Okay. Alles klar, dann schickt Urteile. Und wenn niemand eine weitere Frage hat, dann geht es jetzt weiter mit dem Bayerischen Verfassungsschutzgesetz. Vielen Dank dir, Bea.